europäisch, intellektuell, inspirierend. Asiaten, wobei die im weltweiten Maßstab keine Minderheit sind, aber natürlich in Europa. Tirolerinnen. Ich finde, dass man ethnisch noch nicht sehr durch, es ist schon, es ist halt auch europäisch, ja, aber es ist schon sehr weiß noch. Ne? Also wenn da irgendeine andere Hautfarbe daherkommt, springt es da schon ins Auge und sagst du, aha. Und die ist meistens dann auch noch aus Wien. Ne? Diversität ist ein Innovationstreiber, glaube ich, weil natürlich verschiedene Perspektiven zusammengespiegelt werden und damit auch die Zutaten für Erneuerung, für Innovation vorhanden sind, stärker als bei homogenen Konstellationen. Ich denke, dass Diversity auch eine Frage der Achtsamkeit, Wertschätzung und der Frage des sozialen Miteinanders einfach abbildet. Also wir leben halt mal in einem globalen Dorf mittlerweile. Und wenn ich das nicht abbilde bei solchen Veranstaltungen oder in großen Organisationen, Unternehmen, dann habe ich auch die Realität nicht abgebildet. Dann fehlt mir ein Teil. Migration. Sind es drei Themen? Sebastian Kurz würde sagen, mindestens. Ja, ich glaube schon Europa. Also die Frage des europäischen Miteinanders halte ich für eine Schicksalsfrage für meine Generation, für deine Generation, für die meiner Kinder, wenn die jünger sind wie du, ja, sind sie. Also wir sind keine ganzen Generationen, sondern Generationsschichtungen, aber für die Generationen, die dann meine sind und die nachkommen. Wir werden Wohlstand, Frieden, Lebensqualität in der Form wie heute nur haben, wenn wir das europäische Miteinander kultivieren. Wenn wir das miteinander rückabwickeln stückweise, dann wird es uns entgleiten in ein Nebeneinander mancherorts, in ein Gegeneinander. Das wird sich nicht ausgehen mit der Lebensqualität, die wir heute haben, mit dem Wohlstand und mit, auch nicht mit dem Frieden. Der Krieg kann natürlich zurückkehren nach Europa, ist ja schon längst da. Wir stehen in einem Ring aus Feuer von Nordafrika, von Libyen, das sich nicht erfangt, Algerien, das zunehmend instabiler wird, Ägypten, das irgendwie auch unlustig daherkommt, Nahe Osten, wo so viel Spannung drin ist wie selten in den letzten Jahrzehnten, natürlich Syrien, das brennt, ein Steinwurf weiter, Jemen, ein fürchterlicher Krieg, den wir gar nicht am Radar haben, weil wir eh schon bedient genug sind, Türkei, die uns entgleitet in einen faschistischen Staat, bis rauf zur Ukraine, wo ein Bürgerkrieg vor sich hin flammt. Und wenn ich dann rüber schaue, war ein Jahr in Irland. Wir wissen gar nicht, ob wir ein Wiedererleben, Wiedererstarken des nordirischen Konflikts erleben. Wir wissen nicht, wie das ausgeht mit dem Brexit. Ich kann mir noch nicht vorstellen, was die Lösung ist. Entweder gibt es eine Grenze, entweder bist du draußen, dann gibt es hier eine harte Grenze, oder es gibt sie nicht. Das heißt, die Nordirland-Frage wird hat Potenzial zum echten Desaster. Das heißt, wir stehen in einem Ring aus Feuer. Und das Feuer wird sich hereinfressen, wie bei diesen Waldbränden, die wir jetzt gesehen haben in den letzten Wochen in den Nachrichtensendungen. Es sei denn, wir stehen zueinander und wir suchen gemeinsam nach Lösungen. Aber stellen wir uns vor, da ist ein Waldbrand unterwegs und die umliegenden Ortschaften, jeder kocht seine eigene Suppe, ja, dann wird es den einen oder anderen erwischen. Und die Hütte wird brennen, lichterloh. Und die Leute werden dabei, es wird auch Menschenleben kosten, wenn wir das nicht gut schaffen. Das muss uns klar sein.